So, ein weiteres Video aus dem Themenbereich Sensor. Hier geht es um den Hollgeber. Der Hollgeber, den kennen wir aus verschiedenen Diagnosesituationen im Fahrzeug. Er ist zum Beispiel verbaut als Raddrehzahlsensor, ist bei älteren Fahrzeugen insbesondere verbaut in dem Zündverteiler bei Hollgeberzündanlagen. Er ist verbaut an der Nockenwelle zur Erfassung der Stellung der Nockenwelle. Und diese Abbildung zeigt uns das Messprinzip des Hollgebers. Wir haben ein Hollplättchen. Dieses Hollplättchen hier zentral in der Mitte wird mit einer Spannung UV beaufschlagt und dann fließt durch dieses Plättchen der Strom IV. Das heißt im Grunde genommen, dass sich Elektronen oder auch Ladungen Q, ich habe es hier mit Q bezeichnet, also Elektronen, eben mit der Driftgeschwindigkeit V, die sehen wir hier, durch diesen Halbleiter bewegen. So, was wir hier sehen ist, dass unser Magnetfeld, die Magnetfeldlinien treten hier aus dem Nordpol aus, nun diese Elektronen ablenken. Und zwar werden die Elektronen verschoben im Halbleiter hier nach oben. Das heißt, es entsteht hier oben ein Elektronenüberschuss und hier unten entsteht ein Elektronenmangel. Wir wissen schon, wenn wir auf der einen Seite einen Elektronenüberschuss haben und auf der anderen Seite einen Elektronenmangel, dann haben wir eine Spannung, in dem Fall die Spannung UH, die kleine Hollspannung UH. Diese Spannung wird dann über eine Auswertelektronik aufbereitet und in ein sauberes Rechtecksignal transformiert. Wie ergeben sich jetzt nun die Effekte, die wir einem Sensor zuschreiben? Also wie können wir nun Änderungen feststellen? Nun ganz einfach, wir müssen einfach dieses Magnetfeld verändern. Entweder wir nehmen dieses Magnetfeld ganz weg, sodass überhaupt kein Magnetfeld mehr auf die Ladungen einwirkt, oder aber wir drehen dieses Magnetfeld um. So wird das zum Beispiel mit dem Multipolring bei der Erfassung der Raddrehzahl gemacht. Man kann sich das nun auch in Formeln gegossen anschauen. Der ein oder andere hat da vielleicht den Zugang über gerichtete Größen, also vektorielle Größen. Hier nochmal eben das Magnetfeld B, was jetzt eben hier mit dem Buchstaben auftaucht. Die Formel wäre dann, ich lese die Formel jetzt erstmal als Betrag vor, die Kraft F, in dem Fall übrigens die Lorentzkraft, die diese Verschiebung der Elektronen nach oben bewirkt, ergibt sich aus der Ladung Q multipliziert mit der Geschwindigkeit der Ladungen V und nochmal multipliziert mit der Feldstärke B. Und wir betrachten dabei nur die senkrecht auf die Ladung wirkende Komponente der Feldstärke. Also man findet diese Formel dann häufig auch mit dem Zusatz mal Sinus Alpha, wobei Alpha 90 Grad ist und der Sinus von 90 Grad wäre 1. Ich habe mir das hier an dieser Stelle gespart. Was ihr hier seht, ist diese kleinen Pfeile über diesen Formelbuchstaben. Die sollen praktisch verdeutlichen, dass es sich bei diesen physikalischen Größen um Vektoren handelt. Das heißt also, diese Größen haben nicht nur einen Betrag, beispielsweise 100 Newton, sondern sie haben auch eine Richtung. In dem Fall hier, die Lorentzkraft wirkt ja nach oben, wie wir eben festgestellt haben. Die Geschwindigkeit V, entsprechend unseres Stromflusses, technische Stromrichtung hier angenommen, wäre dann von links nach rechts. Und das Magnetfeld B geht hier in die Tafelebene bzw. in die Bildschirmebene hinein. Es gibt übrigens einen sehr schönen, eine sehr schöne Regel, mit der man die Richtung der Lorentzkraft bestimmen kann. Das funktioniert mit der sogenannten rechten Handregel. Wenn ihr eure rechte Hand nehmt und dann würde der Daumen die Geschwindigkeit bzw. die Stromrichtung anzeigen, also IV, dann haltet ihr praktisch die offene Hand, habt ihr praktisch jetzt vor euch und der Zeigefinger zeigt jetzt in die Bildschirmebene hinein. Wenn ihr jetzt den Mittelfinger abspreizt, dann gibt der Mittelfinger die Richtung der Lorentzkraft an und zwar in diesem Fall, so wie es hier steht, nach oben. Entsprechend werden die Elektronen hier ja auch nach oben gedrückt. Wenn ihr das einmal dreht und der Mittelfinger im Grunde genommen jetzt nicht mehr in Richtung
der Bildschirmebene zeigt, sondern auf euch zuzeigt, dann werdet ihr feststellen, dass dann der abgespreizte Mittelfinger nach unten zeigt. Das heißt, die Lorentzkraft würde dann nach unten wirken. Wir würden also das Magnetfeld drehen und entsprechend würde sich auch die Holzspannung drehen. Gut, wie funktioniert das nun rein praktisch und welche Mehrwerte bieten diese Sensoren? Wir sehen hier den Multipolring. Dieser Multipolring deutet darauf hin, dass wir es hier mit einem Raddrehzahlsensor zu tun haben. Und wir haben hier den gesamten Sensor. Und dieser Sensor besteht hier aus zwei Hollzellen. Hier ist die Zelle 1, da ist die Zelle 2. Nun, was soll das? Wir können über diese zwei Zellen nun Vorwärts- und Rückwärtsfahrt unterscheiden. Und zwar funktioniert das so, dass wir hier unsere beiden Zellen haben. Das wäre die Zelle 1, das wäre die Zelle 2. Hier unten haben wir so vier Schritte praktisch aufgetragen. Und hier diese Binärkombinationen geben an, das ist der Sensor 1, also der hat jetzt den Bitwert 0, das ist der Sensor 2, der hat hier auch den Bitwert 0. Und wir stehen jetzt gerade hier mit beiden Zellen im Einflussbereich des Nordpoles. Das heißt, der Bitwert für beide Sensoren 1 und 2 ist 0. Man könnte auch sagen Low. Wenn wir uns nun im Uhrzeigersinn bewegen, dann wird ja die Zelle 1 als erste diesen Südpol bemerken und wird dann den Bitwert, weil sich dann ja dieses B hier dreht und dann entsprechend auch dieses F dreht und dann eben die Hollspannung sich dreht, wird diese Auswertelektronik dann den Bitwert 1 ausgeben. Die Zelle 2 verbleibt weiterhin im Einflussbereich des Nordpols und wird weiterhin den Bitwert 0 haben. Noch einen Schritt weiter, dann sind beide Zellen im Einflussbereich des Südpols, beide bekommen diese Magnetfeldänderung mit, bei beiden dreht sich die Kraft und entsprechend werden beide den Bitwert 1 zeigen. Ihr könnt euch nun selber ausdenken, wie es weitergeht und vor allen Dingen könnt ihr euch mal überlegen, was passiert, wenn wir jetzt diesen Sensor im Gegenuhrzeigersinn drehen. Was passiert dann im Feld 2, wäre hier die Frage.